So, für ein Dreieckszug brauchen wir rechte Maschen, den Maschenanschlag, den haben wir ja schon gezeigt. Und heute zeige ich euch nochmal, wie man eine Masche verdoppelt. Das macht man beim Dreieckstuch immer die erste Masche in jeder Hinreihe, die Rückreihe strickt man einfach nur rechte Maschen. Fürs Verdeutlichen zeige ich euch das jetzt einfach mal in einer gesamten Reihe, jede Masche verdoppeln. Man geht einfach in die Masche rein, wie zum Rechtsstricken, lässt die Masche aber auf der linken Nadel, nimmt die noch nicht runter und sticht dann nochmal hinten in das zweite Maschenglied ein, wie als wenn man eine rechts verschränkte Masche stricken würde, holt den Faden und zieht ihn zurück. Somit haben wir aus einer Masche jetzt zwei Maschen gemacht. Bei der nächsten mache ich es jetzt einfach nochmal, sonst würdet ihr bis zum Reihenende rechts stricken. Vorne in die Masche reingehen, Faden holen, Masche bleibt auf der linken Nadel und wir stechen nochmal hinten in das zweite Maschenglied ein. Faden holen und dann geht die Masche erst runter. Genau, das machen wir jetzt mit jeder Masche bis zum Reihenende und so haben wir dann aus 5 natürlich 10 Maschen. Und als zweite Masche bildet sich dann immer so ein kleines Knötchen, das fällt aber nachher beim Kraus rechts gestrickt gar nicht auf. Genau, Faden holen und wir gehen nochmal hinten in das zweite Maschenglied rein, holen den Faden und dann haben wir eine Masche verdoppelt. Genau, und jetzt könnt ihr damit schon das Dreieckstuch beginnen.